Willkommen zurück zu Mario Maker und der Bestenliste auf sehr schwierig. Bufflin hat's mal wieder auf Platz 1 geschafft. Endlich Inertia Creeps, Mezzanine. Der hat ja in letzter Zeit vor allem sehr, sehr simple, also vom Aufbau her simple Level gemacht. Aber ist seinem generellen Konzept, dass es meistens nur um Springen geht, trotzdem treu geblieben. Ich bin mal gespannt, was er so tut. Vielleicht ist es auch ein älteres Level, das er nochmal neu aufgelegt hat. Auf jeden Fall gibt's von der ästhetischen Seite her nicht so viel zu sehen. Ah! Na, das ist cool, dass der da extra so lange verzögert hat. Mhm. Goomba-Freund. Ja, die sind halt auch immer so clever aufgebaut, ne? Erstmal bringt er uns bei, wie man über diese Goombas springt. Und jetzt wird das Ganze so ein bisschen ausgebaut. Mit komplizierteren Sachen. Anderen Gegnern. Neuen Hindernissen! Wie hat das denn noch gereicht? Fragt mich nicht. Einfach mal gewone-shottet. Aber das ist bei diesen Leveln auch nicht so schwierig, weil sie halt wirklich, ja, gerade durch die fehlende Ästhetik, es ist nur das da, was wirklich eine Rolle spielt. Man wird durch nichts anderes abgelenkt. Und bei etwas härteren Leveln ist das tatsächlich gut. Ja, gut. Apropos gut. Weiter geht's. Platz 2. Full Hype von Source Pow. Der ist auch häufiger mal hier vertreten. Dedicated to Two-Player. Der bin ich nicht. Trotzdem spiele ich das Level. Darf ich das überhaupt? 0,87%. Also um einiges härter. Und ich habe irgendwas mit Panzern gesehen. Und, ja, siehste. Schon sind mehr Sachen im Bild. Habe ich wieder keinen Plan, was man eigentlich von mir will. Ja? Doch, Tatsache. Oh, das ist cool. Ich glaube, das wird cool. Hier passieren unmögliche Dinge. Und ich folge einfach nur den Pfeilen. Habt ihr gesehen, wie der den Panzer abgeräumt hat? Nur um mich reinzulegen. Das nehme ich ihm richtig übel. Ich denke immer, die Piranha-Pflanze kommt zuerst. Zum Glück muss ich nicht nachdenken. Einfach nur den Pfeilen folgen. Nur was mache ich hier? Das? Hatte irgendwie ein Pfeil gefehlt, ne? Autsch. Oder eine Münze. Eins von beidem. Das ist so ein bisschen wie ein... Oh nein, was war das denn? Ein bisschen wie ein Automatik-Level. Man folgt einfach den Pfeilen. Und coole Dinge passieren. Spin to win is over. Ach, da kommt einfach mal ein Maulwurf raus. Man denkt immer, es reicht nicht, dass die noch unter den Poppes fallen. Und irgendwie dann doch... Ich weiß nicht, was das... Nee, oder? So ist das gedacht? Wow! Aber ich glaube, ich muss irgendwie... Muss ich den Notenblock noch aktivieren? Wahrscheinlich. Und dann noch irgendwie darüber zu diesem Panzer. Fragt mich nicht, wie... Auf einmal haben mich die Münzen und Pfeile verlassen. Das ist schon richtig crazy. Ach so, und dadurch fällt der Panzer schon früher. Dann weiß ich, ob ich da dran vorbeikomme. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich müsste erstmal an den Rand, damit er runterfällt. Nur dafür hat man ja gar nicht die Zeit. Deswegen braucht man das Pow. Das ist aber trotzdem mega knapp. Ah! Wie ist denn der noch in die richtige Richtung? Hatte ich ausnahmsweise mal Dusel. Nein! Come on! Wie das halt einfach passt, ne? Es sieht nie danach aus, aber irgendwie auf magische Weise passt es dann doch. Wenn man von diesem Stumpf auch so ein kleines bisschen eingesaugt wird. So, jetzt voll Spannung. Die Münze ist super ablenkend, aber man muss auf den Fisch. Uff. Die Stelle ist so ein kleines bisschen kritisch. Da
sind wahrscheinlich auch die meisten gestorben. Würde ich jetzt mal raten. Boah, Yoshi wollte mich killen. Er wollte es tun. Und irgendwie käme man hier noch an dieses Power ran. Ja, super verrücktes Level, oder? Full Hype. Short Kaizo. 2,59%. Dafür nur 19 Sekunden lang. Ist ja immer schön, wenn mal ein Japaner-Level in der besten Liste ist. Die sind normalerweise immer in ganz anderen Rankings vertreten. Leben sammle ich einmal ein. Hiya! Wie kriege ich das immer hin? Sobald ich meine Augen von der Bombe lasse und mich nicht hundertprozentig darauf konzentriere, dass ich die in die richtige Richtung stoße, funktioniert's nicht. Ah! Das ist so ähnlich wie das von gerade eben. Auch vom Stil Winterlandschaft. Dann lass doch mal sehen. Was kann ich hier so fabrizieren? Direkt hier rüber? Ah, ein Checkpoint. Ob sich das lohnt? In so einem kurzen Level? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Den Weltrekord kriege ich jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. Guck mal, wer hier einen Checkpoint eingesammelt hat. Und sich jetzt darüber freut. Das lohnt sich halt echt kaum, ne? Aber ist in Ordnung. Aha. Wow. Jesus, direkt in den Eiszapfen. Stellt euch mal vor, ihr springt mit aller Kraft ab und seht einen Eiszapfen auf euer Gehirn zu rasen. Das ist schon ziemlich scary. Nein! Boing, das ist aber auch ein Winkel, du. Das sind Winkel! Es ist, hängt alles von den Winkeln ab. Ja, aber das war's. Das war nice. The Shell Bounce Man von Mr. Peas. Ein kurzes Shell-Bounce-Level, viel Glück. Technik, kurz und knackig. Was ist denn Shell-Bounce? Solche Dinge hier. Wow, der ist weit. Und viele, viele, viele Menschen haben den nicht geschafft. Ich finde die Kreuzchen immer noch ein recht cooles Feature. Hallo? Wo kriege ich den Schwung denn her? Ich muss hierfür den abbremsen. Okay. Doch nicht so schlimm. Aha. Ich stelle mir immer vor, wenn diese Art von Level keine... Ach so! Keine Indikatoren hätte. Das wäre so, so heftig. Leben Bonanza. So, jetzt kommt nicht der Dicke nochmal, sondern erst der Kleine. Voll der Trick. Oh! Echt jetzt? Das werde ich mir nochmal angucken. Pff. Die wollen aber auch gar nicht mitarbeiten, oder? Sehe ich das richtig? Ist heute Montag? Und dann hinter die Säge, ne? Das ist so knapp da alles. Mehr Mut, ich brauche mehr Mut. Aber es ist total, ne? Man kann es nicht voraussagen. Manche Sprünge sind super knapp, da muss man wieder mega abbremsen und im nächsten Moment alles nach vorne schmeißen. Mhm. Schaltertreffen ist immer gut. Nein, das ist so hässlich gemacht, dass man da so knapp an diesem Spike vorbei muss. So, jetzt voll nach vorne. Noch mehr voll nach vorne. Und dann hat man es geschafft. Das war nice. Vor allem, weil man... Ja, es war nicht alles komplett gratis, sondern man musste sich auf die Sprünge zum Teil ein bisschen einstellen. Il Cuore's Colorful Pipe Drama von Kytoge. Cuore Fix the Pipes. Wer ist Cuore? Vielleicht finden wir es heraus in diesem Level. Ich bezweifle es aber. Warte, was ist das da oben für eine Röhre? Die war zu hoch. Da kommt man nicht hin. Achtung!
Ich habe extra die ganze Zeit durch den kompletten Sprungvorgang hindurch nach vorne gehalten. Es hat trotzdem nicht gereicht. Ich bin enttäuscht. Dann liegt's gar nicht an mir, ne? Es liegt einzig und allein an Toadette. Hätten wir das auch mal geklärt. So. Ich probiere die Röhren lieber mal nicht aus. Davon hat's auch viel zu viele, als dass ich die jetzt alle auschecken könnte. Mhm. Außer die natürlich. Die ist offensichtlich. Ah, das macht Laune. Präzision! Ist heute angesagt. Genau der gleiche Fehler. Oder halt genau die gleiche Situation. Vom Trampolin abspringen. Das einen in die entgegengesetzte Richtung mitreißt. Wir haben halt sowas Mitreißendes. Das hätte ich auch gerne. Die Röhre hat mein Momentum auf eigenartige Weise umgekehrt. Aber das ist immer so. Das sollte mich nicht mehr so überraschen. Ja, wenn man gegen eine Wand springt, dann beschleunigt man in die andere Richtung. Als ob man so ein bisschen abgeworfen würde. Hier will ich landen. Da will ich hin. Solche Sachen muss ich tun. Das ist auch ein netter Trick hier. Hier darf man nicht voll nach vorne halten vom Trampolin. So, Megasprung. Hat wieder nur knapp gereicht. Von wegen Megasprung. Ja, das ist so eine Mischung aus Team Jump und Precision Level. Das mag ich. Ich glaube, davon könnte ich in Zukunft noch mehr spielen. Wow, wie großzügig einfach die Piranha-Hitboxen sind. Es sei denn, man sieht sie gar nicht. Dann ist das natürlich ein Problem. Blind wie immer. Ja, das macht die Sprünge so ein bisschen aufregender, obwohl sie dadurch nicht wirklich schwieriger werden. Super nice. Boing. Was geschieht hier? Coolio. Jumpin' Up the Buffalo. Mal wieder von Tuta. Wahrscheinlich ist das ein Zweit-Account, weil er inzwischen so viele Level hochgeladen hat, dass es nicht mehr reicht. Ich habe nicht mal Ideen für 10 Level und der macht schon über 100. Das ist schon ziemlich krass. Es ist wieder kalt. Naja, passt ja in den November. Boop. Rote Münzen. Diese bestimmt nicht einfach nur zum Spaß da, sondern um zu kontrollieren, dass ich das hier auch alles richtig mache. Ich hatte ein bisschen mehr Mitarbeit von der Schneekugel erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir nie merken, ne, die Mechaniken von Schneebällen. Wo die jetzt kaputt gehen und was die machen. Ich hätte den direkt schmeißen sollen. Ja, ja. Ah, diesmal hat er ein bisschen mehr Zahn drauf gehabt. Und der wieder nicht. Die wollen mich doch veräppeln. Ich sehe es genau. Ich hoffe, das passt einigermaßen zusammen. Im Ernst jetzt? Es ist halt echt so, ne, dass die, nachdem sie weggebobbt wurden, kurz abbremsen und danach nochmal irgendwie beschleunigen. Also entgegen sämtlicher physikalischen Gesetze. Ja, der fällt da auch so ein bisschen von der Kante runter. Dadurch beschleunigen die natürlich auch. Das ist schon richtig so. Paco. Paco Rabanne. Wow. Das macht Laune. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Aber der Schneeball kommt noch zur Rettung. Irgendwie sind Schneebälle an Fallschirmen nicht so schlimm wie Gegner an Fallschirmen. Ich habe jetzt nicht so das Problem, die zu treffen wie sonst. Jetzt habe ich hier noch einen. Oh oh. Nein, nicht die Uppipe. Die Uppipe. Oder das Level ist halt einfach so aufgebaut, dass die einen immer vorteilhaft entgegenschwingen. Das ist ja nicht immer der Fall. Mhm. Der Sprung ist ziemlich... Ah! Beim ersten Mal habe ich sie aber auch wirklich nicht getroffen. Wieso kann man sich hier umbringen? Achso, falls man den Schlüssel nicht hat.
Donut Daylight. Ach, da ist sie wieder, Tizi. Habe ich mir gemerkt, was es für ein Land ist? Slowakei, ne? Wurde mir in die Kommentare geschrieben, obwohl es ein paar Flaggen gibt, die echt ähnlich aussehen. Slowenien zum Beispiel. Auch mit diesen Farben und so einem Wappen drin. Echt witzig. Oh oh. Ich hab Angst. Ich rieche den Shelljump. Ah, hier muss ich wohl ein bisschen abwarten. Coole Sache. Gibt's dafür etwa schon einen Checkpoint? Das ist verdächtig großzügig. Das muss man auch erstmal schaffen, genau dazwischen reinzuspringen. Vor allem. Nee, ich kann mir das nicht erklären. Das ist Kunst. Handling the items und gleich zwei auf einmal. Aber wahrscheinlich hätte ich sowieso nicht gesehen, in voller Geschwindigkeit, dass ich da anschließend einen Spinjump machen muss. Im Ernst jetzt? Es überfordert mich das. Es überfordert mich. Aber jetzt kriege ich es hin. Aber nur so gerade so. Kopf angehauen. Eine einzelne Münze, was mache ich denn mit der? Einfach mal einsammeln, würde ich sagen. So. Ach. Ich mach mal weiter, solange der P-Switch läuft. Da oben war ein Pow. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, der erste Levelabschnitt war nur so ein bisschen zum Reinfinden. Und jetzt geht's los. Geschafft. Ich mag das, ne? Wenn man die Paws nicht mitten in der Luft treffen muss, sondern einfach unter sich wirft. Das ist irgendwie eine coole Sache. Davon kann ich gar nicht abspringen. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Man kann keine Gegner auf Paws stacken. Als ob. Davon hätte ich jetzt aber noch mehr gehabt, gerne. Das war sehr unterhaltsam. Und auch wenn möglicherweise dasselbe auf diesen Part zutrifft, beende ich das an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.